Und weiter geht's mit dem nächsten Level. Und somit wieder mit der nächsten Cutscene. Déjà-vu. Und mit dem nächsten Ladebalken. Aua! Oh, hey, was glaubst du, was das hier ist? Pong? Aua! Jade, ich habe nachgedacht. Die Originalinstruktionen meines Users sollten Matsuya aus ihrem Bearbeitungsdock befreien, nicht die Korruption bekämpfen. Dein User muss die Nutzlosigkeit des Kampfes gegen diesen aggressiven Virus erkannt haben. Jade, wir sollten uns trennen. Wir müssen Wald finden. Verbinde mit IO-Raster. LN2, das System verliert langsam lebenswichtige Funktionen. Die Protokolle, die meine Dockingstruktur schützen, versagen. Halte aus, Masria. Wir werden dich befreien. Wie befreien? Ich war noch nie außerhalb meiner Dockingstruktur. Ich weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist. Wir müssen es riskieren. Selbst wenn du die Korruption überstehst, bist du spätestens bei der Neuformatierung erledigt. Auch wieder wahr. Ich übermittle dir einen Mall-Primit. Er ist offenbar mit der Korruption verbunden. Er ist manchmal etwas widerspenstig, kann aber noch ganz nützlich werden. Knoten deaktiviert. Spoiler. Also gut, Grit, wir ziehen uns zurück. Der Kernel hat eine vollständige Neuformatierung des Systems beschlossen. So, hast es? Gut, hier haben wir einen Energiepool. Erstaunlicherweise killt uns das nicht, sondern gibt uns dauerhaft Energie nach. Also wenn wir Energie verlieren, werden wir wieder aufgeladen. Und wir lesen mal wieder eine E-Mail. Und wir haben eine neue Waffe erhalten. Und zwar aus der Kategorie Viren. Und das ist der sogenannte Ball Primit. Und Spoiler, der ist nicht so besonders toll. Na, großartig. Erinnerst du dich noch an die letzte? Ich habe all meine Updates verloren. Du würdest auch deinen Header verlieren, wenn man ihn dir nicht drauf kompiliert hätte. So, Informatiker-WC. Wir versuchen es trotzdem mal, spaßeshalber. Na, scheiße. Ausführung von Fluchtroutinen abbrechen. Na, scheiße. Ich will es trotzdem versuchen. Hat ihn gekillt. Hat auch den gekillt. War hier nicht noch ein Virus oben drauf? Ich dachte schon. Jetzt höre ich da was. Na, wo bist du? Da bist du. Komm, ein bisschen was mit der Waffe möchte ich schon machen. Kacke. Ja, jetzt werden wir nochmal ein bisschen was mit der Waffe machen, weil... Na toll. Oh, ich hätte es speichern sollen. Dann hätte ich wenigstens sagen können, ich habe zwei ICPs damit ausgeschaltet. Habe ich zwar, aber das zählt ja jetzt nicht mehr so wirklich. Ich habe zwei mit einem ausgeschaltet. Ja gut, das stimmt auch nicht ganz. Na toll, ich kann das gar nicht mehr zurücknehmen, wenn ich den geworfen. Also, wenn ich den schon mal angefangen habe zu werfen. Gut, wie wir sehen, wir füllen uns sehr langsam, aber wir füllen uns dauerhaft auf. So, wir speichern das Ganze mal. Wir sammeln ein. Und wir laden die Genehmigung, die wir noch nicht haben. Da oben gibt es schon was Nettes zu holen. Ich bin gerade unsicher, ob wir die Sprungroutine drin haben. Haben wir. Das heißt für uns... Oh, das war gut. Wir wollen da hoch. Tut mir leid. Behandelt wie ein ordinärer Spielball. Das ist nicht richtig. Das mag zwar sein, aber... Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht gleich verrecken. Und zwar werden wir ja hier die ganze Zeit von den netten Viren angegriffen. Die sind zum Glück so weit weg, dass man ein bisschen ausweichen kann. Ich weiß nur gerade nicht, ob ich überhaupt wieder zurückkomme, deswegen will ich da noch nicht drüber springen, weil ich gerne diese Update-Notiz hätte. Dazu muss ich aber hier hoch. Upp. Au. So machen wir das nicht. Ja, wir wollen nur mal zurück, weil das ganze Leben gebe ich nicht auf, was wir da haben. Ja, dieser Fallschaden. Plus noch das angegriffen werden. Na gut, komm. Chaka, chaka. Geht doch. Warum nicht gleich so? Oh.
Eine Fuzzy-Signaturroutine. Ja, die interessiert mich nicht. Was wir machen könnten, wäre gegen die Gegner. Dürfte ich auf meine andere Waffe wechseln? Ja, die macht ein bisschen mehr Laune. Gegen die Gegner zumindest mal. Die ist nur nicht super schnell. Also auf der machen Upgrades Sinn. Vor allem, weil sie auch sehr wenig Schaden macht. Und noch sehr viel Energie verbraucht. So, jetzt haben wir sämtliche Korruptionsgegner hier besiegt. Das heißt für uns, wir können da mal rübergehen. Achtung an alle Serveranwendungen. Wir werden von einem bisher unbekannten Virus angegriffen. Die Korruption hat auf das Betriebssystem übergegriffen. Mehrere Routinen sind bereits befallen. In wenigen Augenblicken wird er auch in meine Docking-Protokolle eingedrungen sein. Das ist meine letzte Übertragung. Ende der Zeit. Hab sie. Ich habe jetzt echt versucht, wieder zu blocken. So, schauen wir mal weiter. Wir speichern auch wieder zwischen. Und versuchen mal hier die Korruption weiter zu bekämpfen. Und wir können hier mal wieder den Pool nutzen, um uns ein bisschen aufzufrischen. Achso, wir sind ja schon voll. Weil hier gibt es wieder sehr nette Routinen. Ich weiß noch nicht. Doch, wir kommen hier schon drauf. Haben wir schon alle. Uninteressant. Da oben ist nichts. Eine Update-Notiz haben wir schon. Da hinten gibt es eine zweite. Da gibt es eine E-Mail. Die lesen wir doch gerade mal schnell. Also, ihr dürft lesen. Ich lade nur. Und dann befreien wir kurz Byte, bevor wir noch in den anderen Sektor da hinten gucken. Denn Byte wartet schon auf uns und sonst müssen wir hier nochmal den ganzen Weg zurücklaufen. Byte, ich muss zu Masuria. User sei Dank sind die Silots endlich verschwunden. Es war entsetzlich. Diese Scham, diese Schande. Willst du mir helfen? Ja, folge mir. Perfekt. Gut. Wir laden uns ein bisschen auf. Jetzt sind wir schon wieder voll. Und dann gucken wir mal in diesen Archivbehälter, was es da so Nettes zu finden gibt. Da kommen wir nicht drauf. Schade. Aber da kommen wir bestimmt später ran. Oh, und wir haben ein Major Release, wie man oben erkennt. Das werden wir doch gerade mal nutzen. Wir werden natürlich die Waffenverteilung weiter so betreiben, wie wir es gemacht haben. Wir werden ein bisschen Energie holen. Was machen wir mit dem halben Punkt? Wir stecken einen halben Punkt in die Gesundheit. Und dann... Echt 104? Ich dachte 105. Fünfer Schritte dachte ich. Na, dann nicht. Dann halt nicht. Die Frage ist nur, wo ich die Genehmigung herkriege. Dieser Durchgang führt zu Mafuyas Bearbeitungsdock. In dem Fall kriege ich die nicht jetzt, sondern erst später. Und später ist ungeschickt. Aber das werden wir später noch sehen, warum das ungeschickt ist. Absicht. Geht doch. Speichern. Ja. Speichern. Und runter. Hab sie. Und gleich speichern, sobald. Boah, also das ist ja voll Assassine-mäßig. Da komme ich nicht ran. Update-Notiz. Die hätte ich gern. Komme ich nicht ran. Ah, komm, komm. Alter! Auf Anhieb. Oh, Update-Notiz. Aber gleich erstmal das Ding hier. Die werden ja auch immer schwächer. Und umso schwächer sie werden, umso weniger Energie geben die zurück. Ich habe das, glaube ich, noch nie geschafft, dass ich so gut durchgekommen bin. Im Normalfall ist hier immer alles schon offen, weil die öffnen hier diese Loks, weil da noch weitere ICPs dahinter rumlungern. Aber die sind momentan alle nicht aktiviert. Das wollte ich eigentlich verhindern und das hat nicht so ganz geklappt. Gut, aber ich habe ja gespeichert, als noch alles zu war. Sollen wir mal was Verrücktes probieren? Na, das hat nicht funktioniert. Komm, ich möchte es mal mit dem Ball Pyramid probieren.
Das hat nicht so ganz funktioniert. Aber gut, der rennt ja in dem Fall eh dahin. Au. Au, 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 das sind zu viele. Perfekt. Du kannst dich nicht verstecken. Ah! Na, komm. Irgendwas schießt. Irgendwas schießt, glaube ich, hinter mir. Scheiße. Und natürlich nichts gespeichert. Alle ICPs offen. Mich auf autorisierten Ressourcen zu... Oh. Ja, man sieht, wenn die einmal aktiviert ist, dann ist die aktiviert. Oh, komm, mach hin, ich muss noch speichern. Da. Speichern. Ich habe die Beta, das heißt, für mich ist das schon besser. Ah, das hat jetzt gut geklappt. Die Genehmigung habe ich schon und die unbekannte Subroutine weiß ich natürlich nicht. Wow. Und wie konnte der schießen, obwohl er schon einen Diskus unterwegs hatte? Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber das heißt, da hinten gammeln jetzt vielleicht noch welche rum. Dann schauen wir da mal lieber vorbei. Momentan gammeln da nicht weitere rum. Weil hier werden dann die Docks geöffnet. Und das hat dann zur Folge... Geiles Deckendesign. Dass da welche rauskommen. Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe vom Satz her, aber er klang unvollständig. Es tut mir leid. Soweit ich weiß, gab es hier ein Code... Zerstöre die Dockingverschlüsse. Servus. Soweit ich weiß, gab es hier ein Code-Optimierungsprogramm. Und dieses Code-Optimierungsprogramm ist je nach Playthrough da oder nicht da. Es ist nicht da. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist das Buggy an dem Spiel. Also das müsste hier eigentlich irgendwo rumgurken. Und diese Code-Optimierungsprogramme, da gibt es nicht viele von im ganzen Spiel. Die sind eigentlich sehr wichtig. Und das ist das Ärgerliche an dem ganzen Ding, dass man jetzt hier nichts machen kann. Gut. Aber wir können Mafria befreien. Und das werden wir jetzt auch tun, nachdem ich... Ich habe ja jetzt diese Berechtigung. Eventuell kann ich jetzt auf diese Archivcontainer zugreifen. Und das wiederum hätte den Vorteil, dass ich da ein paar nette Subroutinen komme. Und dass ich da hinten mal aufmache, dass da kein ICP mehr durchkommt. Wobei ich mir ja nicht sicher bin, weil die kommen, glaube ich, erst durch die andere Schleuse. Ja! Es hat sich gelohnt. Da fehlt die Tür, aber gut. Aber ich glaube, da war nie eine. Auch in den anderen Playthroughs. So, wir haben einen Wadenschutz. Auch wenn das andere scheißt. Wir haben eine Ballschleuder. Ball. Jetzt bin mir gerade unsicher. Ich erkenne das nicht richtig. Doch, mir fehlt diese Genehmigung. Die holen wir uns. Und dann holen wir uns doch diese Ballschleuder. Das ist im Prinzip auch eine Virenwaffe. Aber die funktioniert ein bisschen anders. Die haben wir aber schon bei unseren Virengegnern im Einsatz gesehen. Können wir mal kurz zeigen. Da hinten haben wir eh... Also die kann... Die muss ich auch erst ausrüsten. Ich kann immer nur die Prime-Waffen direkt nutzen. Die anderen muss ich ausrüsten. Also den normalen Ball haben wir ja gesehen. Der wird einfach geschmissen. Und das hier ist dieser Strudel, den wir schon mal gesehen haben von unseren Gegnern. Ich denke, der ist ein bisschen interessanter als der normale Ball-Primit. Und hier gibt es noch eine unbekannte Subroutine. Ich habe aber nicht genug gekruscht. Was ich aber machen kann, ist die E-Mail lesen. Also, ihr könnt die E-Mail lesen. Wenn ihr schnell genug wart. Das heißt, wir haben alle Subroutinen gesammelt. Was könnte das nur wiederum bedeuten? Dass das Level noch gar nicht so schnell rum ist, aber es wird jetzt ein bisschen actionreicher und da will man keine Subroutinen sammeln. Aber nur ein bisschen actionreicher. Komm, lauf. Weil bevor es actionreich wird, machen wir es noch möglichst langweilig und sammeln unseren Krusch hier zusammen. Solange wir noch die Zeit dafür haben. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die drei. Und wie war euer Tag so? Erzählt mal. Ich meine, wir haben Zeit. Vielleicht möchtet ihr da drüber berichten. Ich höre euch zu. Ach je. So, es gibt unter Abwehr Utility.
Ihr könnt immer noch berichten, ich meine, ich laufe hier nur in der Gegend rum. Und Spoiler, es wird keine Subroutine geben, die mir das Laufen beschleunigt. Leider. Aber damit kann ich leben. Mafria, kümmern wir uns mal ein bisschen um dich. Und zwar machen wir dein Zeug kaputt. Und hier nochmal. Einmal kaputt. Nochmal kaputt. Oh, doch, habe ich schon richtig gemacht. Systemwarnung. Ciao. Notfallfluchtplan aktiviert. Künstliche Intelligenz zum Ausgangsport des Systems umgeleitet. Mathria verlässt uns. Ciao. Flip. Oh, ICP. Au. Tja, der Plan ging nicht ganz auf mit, ich mache da hinten mal noch das Tor auf. Aber es gab hier unsere Update-Notiz und die war wichtig. Gut, speicheln. Und dann gucken wir mal, was du zu sagen hast. Die Neuformatierung kommt. Schnell, rette dich! Ich mache alle 30 Sekunden ein Autosave. Du solltest das Gleiche tun. Nimm diese Genehmigung und verschwinde von hier. Danke sehr, liebes Programm. Und jetzt kommt der zeitkritische Part. Also, in ein paar Sekunden beginnt der zeitkritische Part. Hier spricht der Kabel. Vollständig. Alle Archivie-Einheiten in Ihren Fernsehspeichermedien. So, da hinten ist nämlich schon die Neuformatierung. Und da sollten wir nicht reinlaufen, weil die killt uns. Instant. Oder eher fast instant, aber zu schnell, um es auszuprobieren. In den Sektoren 32, 64 und 96 wurden alle Daten gelöscht. So, wir wollten aber auf diesen netten Container noch zugreifen. Verliere Daten. Überall Dead Ends. Weil da könnte ja noch was Interessantes drin sein. Und da ist auch was Interessantes drin. Ich muss aber in der Nähe von diesem Container bleiben, da ich sonst nicht runterladen kann. Ich glaube, ich habe das Runterladen abgebrochen. Scheiße. Du hast nicht die geringste Chance. Leute, ich habe nicht so ewig Zeit. Au. Ich sollte mal hier reingucken. Und zwar, ich habe eine bessere Fuzzy-Signaturroutine erhalten. Und ich habe den Profiler beschädigt. Aber den können wir hier reinigen lassen. Profiler ist ja jetzt so das geringste Problem, dass der nicht sauber läuft. So, jetzt gib mir hier meine Routine 4. Und die Routine 1 wäre auch genial. Gib Gas! Naht! Ja! Au, okay. Wir müssen schneller sein. Hier spricht der Kabel. Vollständige Systemformatierung initialisiert. So, da wir gesehen haben, dass es hier nichts Interessantes gibt. 64 und 96 wurden alle Daten gelöscht. Verliere Daten. Überall Dead Ends. Wir haben ja zum Glück gesehen, was wir haben wollen, und zwar 1 und 4. Und hier gab es nichts Interessantes bei den Viren, weil ein, zwei dieser Viren haben eine sehr interessante Subroutine, und die hätte ich gerne. Ja, perfekt. Naja, fast perfekt. Gut, die wollen wir behalten, den wollen wir reinigen. Wir wollen jetzt keine Sprungroutine mehr. Wir wollen auch das blöde Ding hier nicht mehr. Wir wollen lieber ein bisschen Schutz haben. Und eigentlich einen Virenscanner. Momentan gibt es hier keine ICPs, also von dem her können wir das machen. Das wollen wir aufrollen und dann speichern wir mal kurz. Ach du Scheiße, die haben sich ja gut gesammelt hier. Na komm. Hab sie. Jetzt geht rauf. Ja, da gibt es die Korrosion. Und die hätte ich gern. Oh, ich glaube, jetzt habe ich den Download abgebrochen damit. Aber ich sollte hier reinigen. Scheiße, ich habe ihn abgebrochen. Ich bin gut, so gut wie tot.
Ich bin tot. Gut, aber das kriegen wir hin. Das haben wir ja schon gerade eben hingekriegt. Ich muss mich ein bisschen ranhalten. Perfekt. Irgendwo war hier die Korrosion drin. Ich darf mich hier nur nicht groß wegbewegen. Das ist eher das Problem. Ja, ich glaube, ich habe sie jetzt. Ich habe die Korrosion. Perfekto. Die Routine lohnt sich nämlich. Speichern. Und jetzt sollten wir Byte aktivieren. Beeilung, Byte. Senke das Energiefeld ab. Ich bin ja dabei. Weißt du, ich habe den Eindruck, als müssten wir alle eines Tages einmal neu formatiert werden. Unsere User entscheiden in ihrer unendlichen Weisheit, wann wir nutzlos geworden sind. Und dann... Byte, spar dir deinen Kulturpessimismus für später auf, ja? Oh ja, aber sicher. Sorry, nur noch einen kurzen Moment. Byte? Byte. du dürftest jetzt. Byte. Okay, ich hab's. Das Energiefeld ist abgesenkt. Führe die Korruption! Ja, führe meinen Diskus. In deinem Gesicht. Absicht. Ja, von mir aus. Wenn du unbedingt willst, dann lauf mal sonst wohin. Ich habe nicht so viel Zeit. Absicht. Stimmt, wir haben alle Routinen, weil hier kann eine auch noch auf dem Weg sein. Und jetzt sollten wir mal schleunigst das Ding hier aktivieren. Oh nein, ich habe noch ein Leben. Ja, und da kommt schon die neue Formatierung. Und ein Treffer und ich bin down. Ein Treffer und ich bin down. So, ein bisschen geheilt, das ist auch gut. Leute, aktivieren. Byte, der Port. Aktiviere den Port. Da ist Mercury. Mercury, lass uns gehen. Hol Masria in den Datenport. Die Neuformatierung. Schütze Masria! LN2, wir müssen gehen. Ach ja, wie ich es liebe. Mitten in einer Kampfszene, kurz bevor die Welt untergeht. Und es kommt so eine Aussage wie... Mercury, wir müssen gehen. Gut, ich sage mal, wir fahren beim nächsten Mal fort. Und bis dahin, man sieht sich. Tschüss.